dann testen wir mal die Schneidemaschine. Das sind so die ersten Versuche. Ich gebe hier am Display die Länge ein, in dem Fall 50 mm. Eingabe in Zentimeter. Stückzahl 25 Stück. Und dann geht es hier los. So, die nächste Farbe. Wie ist die Länge? Und wieder die Stückzahl. So, das Ganze hier ist aufgebaut aus einem normalen Arduino und ein bisschen drumherum ein Relais, ein Encoder, also ein Drehknopf mit Taste, ich weiß den Namen ist nicht, dann haben wir hier noch ein Pneumatikventil, Schrittmotorendstufe, ein kleiner Schrittmotor, das hier stammt von einem 3D-Drucker, ja, Luftzylinder, ein bisschen was zum Regeln, Betriebsdruck ist ca. 5 bar, so. Dann schaut man das wieder. Einfach drücken und dann geht's los. Stückzahl 25. Geht auch ein wenig schneller. Die pure Materialvernichtung. Oh ja, mich hab Lust den.